Freistoß Schalke. 5 Minuten nach dem Seitenwechsel. Raul, das ist Baumjohann. Der versucht wieder zu Raul zurückzuspielen. Geblockt und dann Uchida. Wartet ja immer noch auf seinen ersten Bundesliga-Treffer. Uchida könnte Fußballgeschichte schreiben bei einem Weiterkommen gegen Inter Mailand. Wäre Uchida der erste Japaner, der in einem Champions-League-Halbfinale stehen würde. Jetzt läuft bereits die Nachspielzeit. Der unterbeschäftigte Manuel Neuer mit der letzten Aktion des Spiels. Schalke 04 gewinnt gegen den VfL Wolfsburg, verdient am Ende.